Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Es war mal wieder Zeit, ein Video zu machen. Allerdings war es bei mir wieder ein bisschen problematisch, weil ich viel zu tun hatte. Heute haben wir ein bisschen Zeit, heute stimmt das Wetter und deswegen würde ich sagen, drehen wir heute ein neues Video. Diesmal nichts mit Motorrädern, sondern ihr seht schon im Hintergrund, diesmal handelt es um Auto. Komm mal mit, Jens. Übrigens der Jens hinter der Kamera, alias Mario Z100. Der David hat ja vor kurzem Geburtstag gehabt und hat was Tolles geschenkt bekommen von uns allen. Und ich würde ja schon sagen, die sehen da ziemlich geil aus, oder? Was sagst du, Jens? Ja, die sind echt geil. Also, komm, lass mal hier vergleichen. Diese weißen Ringe, das sind Tagverlichter am Ende, ne? Also ich bin mal gespannt, wie das nachher montiert aussieht. Man sieht jetzt schon, poliert, mega geil, aber was kackt rein? Einfach diese Halogen-Scheinwerfer, die kacken sowas von rein und das ist echt scheiße. Deswegen haben wir uns gedacht, gut, ach, guck mal. Vor allem das Schöne ist, was jetzt nicht so wirklich auffällt, die sind von innen schwarz. Das ist auf jeden Fall richtig sexy, finde ich. Klar, es muss natürlich David gefallen. David hat natürlich mega gefreut. Deswegen mega geil. Aber ich würde sagen, sieht um einiges geiler aus, als die Originalen jetzt verbaut sind. Oder? Ja, ne? Ja. So. Wesentlich geiler. Wesentlich. Das ist immer gut. Du hast ja Fenster auf. Sehr lärm. Gesundheit. Danke. So, also ich würde sagen, das Wetter ist zwar gut, aber die Sonne geht gleich unter und das dauert ein kleines bisschen. Das ist nicht in 5 Minuten getan. Deswegen würde ich sagen, machen wir so einen kleinen Timelapse und ich fahre das ganze Ding jetzt mal rein, wie wir drinnen stehen und Ruhe arbeiten können. Und dann müssen wir so ein bisschen zackig arbeiten, weil es wird gleich dunkel und dann wird es kalt und das ist nicht geil. Ich würde sagen, bis gleich. So, Auto ist drin, ihr habt es gerade gesehen, ist nicht gerade einfach hier reinzukommen, aber ein gutes Stück ist drin. Motorhaube müssen wir auch mal aufmachen. Oh, sieht der sauber aus. Wenn du überlegst, David pflegt sein Auto ja nie, ne? Aber guck in den Innenraum. Das sieht mal krank gepflegt aus. Mhm. So richtig. Chapeau. Geil, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wir müssen auf jeden Fall den Kühlergrill hier vorne abmachen, so wie es aussieht. Ja. Noch nie gemacht, deswegen müssen wir mal gucken, wie es funktioniert. Muss da dementsprechend ein bisschen orientieren an den Halterungen von den neuen. Dann kann ich nämlich gucken, okay, wurde überall festgeschraubt. Ich sehe jetzt zum Beispiel die Schrauben hier oben ein bisschen raus. Vorne hier hinterm Kühler haben wir noch eine. Und unten, unten. Scheiße, da müssen wir die Frontschürze ein Stück abmachen. Das ist ja mal behindert. Das ist echt behindert. Oh Mann. Na egal, müssen wir wohl. Ich würde sagen, let's go mit den Timelapse. So Leute, ich hatte richtig Angst, den Kühler gehabt zu machen. Wir müssen unten reingreifen hier und einfach nach vorne ziehen mit Gewalt. Ich hatte ehrlich gesagt echt Angst, aber alles ganz top. Weiter geht's. Gibt euch ihn. Boah, ist das krank. Neu, alt. Und ich würde sagen, ich baue jetzt noch schnell den anderen um
und baue dann alles zusammen. Ich denke mal, das interessiert euch eh nicht so wirklich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, Scheinwerfer sind verbaut. Leider kommt das auf der Kamera nicht so gut rüber. Deswegen versuche ich entweder hier oben was einzublenden oder wir drehen gleich noch einen geilen Carporn, wenn das hinhaut natürlich. Ja, wenn ihr den Carporn jetzt seht. Jetzt nicht, wer weiß. Wie gesagt, war eigentlich eine ganz coole Sache. Ich glaube, eine Stunde habe ich jetzt gebraucht oder so, ungefähr. Also eine Stunde kann man planen. Habe mich natürlich ein bisschen beeilt, also wenig Pausen gemacht. Aber es ging relativ gut. Ich muss sagen, das Resultat ist auf jeden Fall richtig geil. Es wirkt natürlich böse dadurch, vor allem weil alles schwarz ist hier drin. In diesen Tagverlichtern ist halt echt im Design von dem T6. Und ich finde das eigentlich ganz geil. Also wäre es mein Bus, wäre ich auf jeden Fall top zufrieden. So, und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, ein Abo wäre auf jeden Fall auch mega geil. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!